Hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Junge vs. Mädchen mit mir und mit Tops. Hallo. Und wir sind heute auf einer anderen Map und machen andere Minispiele. Momentan steht das 3:0 für Tops. Ja, das ist schön. Also, wie gefällt dir das denn? Huh? Das gefällt mir nicht so gut, aber das ist nicht schlimm, weil das hören wir diese Folge auf. Es gibt 10 Folgen. Sehr witzig. Es gibt 10 Folgen, das heißt, ich habe noch die Chance aufzuholen und ich habe vor, diese Chance heute zu nutzen. Für die Leute, die Junge vs. Mädchen nicht kennen. Erstmal, das letzte Video ist hier oben eingeblendet. Und dann, es sind im Prinzip Tops gegen mich in Minigames. Wer am Ende gewinnt, gewinnt und darf sich eine Strafe für den anderen überlegen, die der dann in einem Video machen muss. Und die Regeln sind halbwegs leicht. Pro Map kann man einen Punkt dazu verdienen. Es wird später auch noch Special-Folgen geben, also haben wir immer was Neues. Und wenn ihr selber Maps einschicken möchtet, die wir spielen, dann könnt ihr dies auch gerne tun. Und zwar an richtigronja.yt@gmail.com. Dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung und müssen nicht im Internet nach Maps suchen. Ja. Daran liegt's. Okay. So, und zwar, ihr habt die Folge bei Tops wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, guckt euch die Folge bei Tops an. Das ist nämlich die, die vorher kam. Wo er gewonnen hat, weswegen es jetzt 3:0 steht, was ärgerlich ist, aber was nicht schlimm ist. Wir haben gespielt die Höhle und den Wasserfall. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt an den Strand, oder? Das ist nur, wenn man sich das anguckt, das weißt du schon. Wirklich? Ja, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. The Game World has been updated to Adventure Mode. Egal, ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt zum Strand. Zum Strand? Ja, soll man hingehen? Ja, ich möchte zum Strand. Hier. Okay, geh mal zum Strand. Dann muss man auf diese Druckplatten gehen. So, go, go. Let's go. Ich habe nun Erfahrung sammeln dürfen in diesem Spielmodus. Das heißt, ich glaube jetzt irgendwie ist jeder anders ein bisschen, oder? Ist das einfach alles irgendwie... Ja, aber es ist ja ein ähnliches Prinzip. Also, weißt du? Lol. Oh Gott. Ey, das ist ein richtiges... Okay, Land, momentan führe ich noch, würde ich behaupten. Ey, wo muss ich lang? Ich würde weiterhin behaupten, dass ich führe. Andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den richtigen Weg wähle. Alloy. Okay, ich bin auf dem richtigen Pfad. Es ist alles ganz schön rot. Okay, nein, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Oh, doch, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich habe zwar... Warte, hier ist ein weißer Blob. Ah, das ist, glaube ich... Einfach nur, damit ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ah, jetzt warte, wie komme ich denn jetzt hier rum? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wenn man einmal raus ist, ist es voll schwer, wieder reinzukommen. Warte, hier ist wieder der weiße Blob. Komme ich jetzt hierher? Ich weiß es nicht. Wo bin ich? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Ich glaube, ich bin wieder... Nö. Hä? Ich bin gerade in der Höhle drin. Also, ich würde einfach mal... Du bist, glaub, richtig. Ja, wir sind... Ja, ich bin auch hier. Aber jetzt weißt du... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Oh, ich weiß, wo es lang geht! Warte, bleib stehen, Ronja. Hier. Nicht, Ronja. Sitz, Ronja. Ich bin kein Hund. Oh. Kauf dir einen Hund. Ich will wirklich überlegen, ob ich mir meinen Hund hole. Ich bin am überlegen, ob ich mir ein Kätzchen hole. Du weißt doch, dass im Frühjahr... Du backst bei mir übelst rum, bist du... Echt? Hallo? Nee, bei mir back ich nicht. Du backst bei mir auch nicht. Ich sehe dich nicht. Ich lüge einfach. Nein, aber ich überlege, ob ich mir ein Kätzchen hole. Weil, nämlich, ja, im Frühjahr gibt es ja dann immer, das klingt jetzt so dumm, aber so frische Kätzchen, weißt du, bei vielen. Weil Katzen ja sich fortpflanzen und dann viele irgendwie bei ihren Hauskatzen auf einmal sagen, hoppala, ich habe Kätzchen zu vergeben. Und ich will, also weißt du, ich... Und, also, keine Ahnung, ich würde mir halt eine Katze aus dem Tierheim holen. Ich habe aber im Tierheim gearbeitet. Ehrlich? Oh, das ist cool. Nee, ich weiß nicht. Und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder neue Katzen in Tierheimen, meine ich. Und dann würde ich halt gucken, ob ich da mal vorbeischaue und mir was suche. Ja, also es gibt also echt viele. Es gibt auch echt viele, die geben einfach die ganzen Katzen einfach so ab bei den Tierheimen. Das habe ich auch gesehen. Also es gab einfach... Ich weiß nicht, ich finde das voll schade. Und dann hast du ja die Möglichkeit... Oh Gott, das mit den Blubberblasen, das ist ein bisschen buggy. Okay, wir sind jetzt an einer weiteren Stelle. Ich habe kurz den Teil rausgecuttet. Der leckt. Geleckt hat, weil du einfach Kartoffel-PC hast. Ich habe nicht mal so einen schlimmen PC. Es ist einfach nur... Sowas ja, mag er nicht. Echt, die Blubberbläschen, weißt du, sagt der Rechner nö. Weißt du, also, du musst den Rechner sagen, musst den Rechner zeigen, wer der Boss ist. Ja, also Tops hat einen besseren PC als ich. Das ist korrekt.
Vielleicht hast du irgendwas Kacke eingesteckt. Kann ja auch sein. Aber naja, egal. Nee, eigentlich nicht. Du bist Einhorn. Wie weit bist du denn? Ich bin jetzt so irgendwie bei diesem... Bei dieser Treppe bin ich noch rausgekommen. Jetzt bin ich jetzt... Oh Gott. Oh Gott, wieso kann ich nicht nach unten? Oh Gott, ist schon wieder das Gleiche. Leckt schon wieder bei dir? Es leckt nur wenig. Zack. Oh Gott, ist das schwierig. Oh Gott, ist das schwierig. Okay, ich versuch's im F5. Wieso krieg ich das denn nicht hin? Vielleicht hilft. Oh nein, ich hab's jetzt nicht im F5 gemacht, aber es ging trotzdem. Okay, es geht weiter. Juppidu! Hey, bin ich irgendwie blöd? Der Teil ist clean. Ich weiß nicht, bist du blöd? Nein, ich. Hä? Ich krieg eine rhetorische Frage, danke. Dass du so gefragt hast. Gerne. Ich helfe, wo ich kann. Woran erkennt man eigentlich, also wie sieht das Ende aus, als Person, die das Ende noch nie erreicht hat? Ja, das ist so ein, so ein Portal. Wenn du da durchgehst, dann... Oh, okay. Schwarzes Viereck. Schwarzes Viereck. Ja, wir sind auf der Suche nach einem schwarzen Viereck, Leute. Oh, ich glaube, da hinten ist es. Momentchen mal. Könnte das der Win sein? Weißt du, vorhin alles super geklappt. Tops verzweifelt. Ich bin hoch genug. Schwarzes Viereck. Ich bin durch. Juhu. So, nachdem ich nun höchst erfolgreich den Strand gewonnen habe, ich glaube, Labor ist es jetzt, oder? Ja. So, zack, okay. Und zack, go. Wo ist der Start? Oh Gott, wo ist der Start? In welche Richtung? Hier. Oh, nein. Was? Oh nein. Oh nein, komm. Oh nein. Wieso? Sind hier noch mehr Blubberblasen? Ich sehe die gar nicht. Ich komm nicht mehr rum. Das ist nicht schlimm. Hä? Oh nein, das treibt dich ja hoch und so. Und ist dann doof. Das mag ich nicht. Ich fand's doof. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war unglücklich, als ich es gemacht habe. Ich fand's doof. Das mag ich nicht lesen. Zack. Okay, aber ist nicht schlimm. Warte, du bist noch nicht so weit, oder? Ich bin immer noch bei der Einstelle, wo du querspringen musst. Ich bin aber gewinnen! Ich kann es nicht rausmachen, weißt du? Aber nein, Ronja ist wieder, weil natürlich Ronja cheatet, weißt du? Wahrscheinlich hat Ronja einfach gehackt. Einfach sich so, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Hackerman. Hat sie ganz viele Bohnen gegessen, ja. Hat sie ganz viele Bohnen gegessen und pupsen, deswegen kommt sie höher und schneller voran. Davon muss man ausgehen. Das ist die einzig logische Erklärung scheinbar. Oh, dieser bescheuerte Ding. Warte, ich bin weiter. Ich bin ja... Oh nein. Warte, hier geht's nicht weiter. Ah, durch das Grüne. Kein Problem. Oh nein. So, warte. Ich versuche jetzt hier... Ich bin drin. Ist geschafft? Ja, ich bin weit voraus. Oh nein. Aber ich hänge hier ganz schön. Das heißt, du hast die Chance aufzuholen. In der Theorie. Ich bin jetzt nicht hier oben. Weil das ist schon wieder einfach so einer von diesen Jumps, wo du dir denkst, nee. Ich bin gleich. Ich glaube, ich sehe dich, ich höre dich an. Nice! Ich höre dich an. Nein! Doch. Nein! So, okay, das ist der Sprung, ich sag's euch. Das ist nicht der Sprung. Zack. Das ist der Sprung. Nein, das ist nicht der Sprung. Wieso bin ich so schlecht in diesen Sprüngen? Kriegst du das auch jetzt nicht hin? Mal kriegst du das hin, mal kriegst du das nicht hin. Vielleicht sind wir auch beide einfach nur zu blöd dafür. Das ist, Weißt du, bei dem einen, da kommst du ganz einfach beim First Try durch, bei dem anderen bist du dann... Ja. Weißt du, es gibt die fühlen sich smooth an, dann gibt's einfach die hier. Das ist der Sprung. Ist das hoch! Du musst, glaub ich, nicht ganz springen, oder? Lol. Lol, man kann hier hochspringen, aber man kann auch jetzt rechts gehen. Du könntest zum Beispiel rechts gehen, dann könntest du den Sprung sozusagen, umgehen. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Oh mein Gott, das ist, Ich probier den Sprung. Du probierst den Sprung? Ja, das ist wirklich so zum Teil so ein Kopf an Kopf. Das ist echt, wir sind die ganze Zeit auf einem Feld, das ist furchtbar. Aber es ist halt, du kommst kurz ahead, aber dann die Stellen, wo du stuck bist, ist man halt erstmal stuck, so gute 10 Minuten. Ja. So, zack. Oh mein Gott! Das war tatsächlich ein Sprung, der war halbwegs smooth gerade bei mir. Ich bin sehr... Ist sehr stolz. Sehr zufrieden. Ja. Ich habe das Gefühl, das buggt zum Teil hier auch bei der Map irgendwie. Weißt du, so mal wirst du in die Höhe geschossen und katapultiert, aber bei dem anderen Mal bist du da einfach so. Mal geht's einfach und mal denkst du dir nur so, nein, danke, ich möchte nicht mehr. Bitte. Bitte hör auf. So, zack und
alle, okay, ja. Ich weiß nicht, wie weit nach vorne ich muss. Ich glaube, es ist auch nicht mehr weit noch, ne? Ich glaube, es ist gleich wirklich am Ziel. Okay, Ja, alle irgendwie dieselbe Größe, diese Map. Aber eigentlich müsste man... Okay, warte. Oh mein Gott, ich glaube, ich komme gleich zum Ziel. Guck dir mal die Karte an. Hier ist ein Wissenschaftler, der steht einfach draußen drumherum. Ja, das habe ich schon gesehen, das ist crazy. Oh, warte, ich bin in dem einfachen Teil. Ja! Warte, ist der einfache Teil der Teil, der zum Sieg? Ich bin am Sieg! Was? Nein, bitte nicht. Warte, ich bin durch ein schwarzes Loch durch, aber ich bin jetzt wieder am Anfang, aber es ist kein Achievement gekommen, so wie letztes Mal. Nee, das war ja nur bei Minecraft und so weiter. Du bist jetzt durch das Schwarze. Achso, ich bin durch das Schwarze durch. Okay, wie steht's? 3-1? Ja, jetzt steht's 3-1, okay. Also. Gut, das war's dann aber auch für diese Folge. Junge versus Mädchen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Guckt unbedingt die Folge bei Tops. Das ist die Folge vor der hier. Das ist die Folge, wo ihr mich nochmal verlieren seht. Also. Hier ist auch wieder Joghurt. Was? Ja, Joghurt. Yoga meine ich. Tut mir leid. Achso, nein. Naja. Genau. Likes gibt, dann macht Ronja ein Video, wo sie Yoga macht. Wo sie Yoga-TikTok-Star. Naja. Richtig. Easy. Ja. Easy Zweitkarriere. Yoga-TikTok-Star. Das ist meine Zukunft. Werdet nicht wie ich. Meine Mutter denkt sich bestimmt auch nur, Ronja, was zur Hölle tust du da eigentlich mit deinem Leben? Naja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.